Ja, hallo zusammen. Ich versuche heute mal wieder ein 10-Minuten-Video aus dem hohlen Bauch zu zaubern. Mal gucken, ob es gelingt. Ich habe Eisenoxid schwarz, Cadmium rot dunkel, Cadmium gelb und Titan weiß. Und damit lege ich mal los. Und zwar möchte ich erstmal eine Horizontlinie haben, die ist hier. Die mache ich jetzt zuerst, weil heute ist ein sehr heißer Tag und dann trocknet es schön schnell und dann kann ich gleich damit weiterarbeiten. Drittelregel, das heißt, diese Linie ist ungefähr im unteren Drittel. Unter dieser dunklen Linie ist dann Wasser, wo sich der Rest des Bildes drin widerspiegelt. Der Himmel. Den Himmel mache ich mit einem Pinsel genau auf dem Boden, mit einem Flachpinsel. Synthetik oder Borste, das ist eigentlich völlig egal. Ich glaube, ich nehme mal die Borste her. Und vielleicht hört ihr an meiner Stimme, dass ich leicht angenervt bin. Ich blende euch mal eben ein, warum. Ja, das war der erste Versuch dieses Bildes und der ist gründlich in die Hose gegangen. Also nicht, dass er denkt, ich bin jetzt wow, der Meister, dem alles immer gelingt. Nein, ganz im Gegenteil, ihr seht es, es gelingt mir eben nicht alles und dann geht sowas auch mal richtig in die Hose. Kann auch sein, dass das jetzt richtig schrecklich wird, keine Ahnung. Also wir fangen oben dunkel an und nach unten werden wir heller, weil das ein Abendhimmel sein soll. Und die Pinselrichtung geht immer von links nach rechts. Das sehe ich bei Anfängern relativ oft, dass sie da falsche Pinselrichtung wählen, nur das vielleicht für euch schon mal als Tipp, immer von links nach rechts beim Himmel, dann wird es nachher für euch einfacher. So, ich brauche jetzt nicht ganz an das Schwarz ranzugehen, weil das eh abgedeckt wird durch die Vegetation, die ich nachher noch reinmalen werde. So, ist vielleicht ein bisschen dunkel, ich mache es ein ganz klein wenig heller hier unten. So, beim Wasser machen wir es genau andersrum, hier ist es hell und nach. Also hier ist dunkel, hier wird es hell und hier ist genau andersrum, ist ja eine Spiegelung. Damit mir das einfach gelingt, fange ich halt einfach hier mit der dunkelsten Stelle an und arbeite mich jetzt entgegengesetzt praktisch nach oben. Gebe ein bisschen Gelb dazu, ein bisschen Weiß. Aber ich muss darauf achten, dass es nicht heller wird als der Himmel, weil grundsätzlich die Reflexion immer dunkler ist als das, also die Reflexion im Wasser ist dunkler als der Himmel. Ist etwas zu dunkel geworden, dann mische ich einfach noch ein bisschen Rot dabei und gut ist. So, das sieht ja schon mal ein bisschen besser aus als dieser erste gruselige. Der erste Schritt ist schon mal getan. So, und jetzt möchte ich hier eine Sonne an der Stelle haben. Und es ist immer ein bisschen problematisch, einen vernünftigen Kreis hinzukriegen. Gibt es einen Trick, ich nehme eine Münze und wickel die in Papier ein, also ich falte das Papier und drehe das Papier dann. Also besser funktioniert dann noch mit einem Stück Stoff, habe ich jetzt gerade keinen Star, nehme ich einfach Papier. So, dann nehmen wir ein bisschen Weiß, gehen wir hier drauf. So rum ist besser als es reinzutupfen, weil dann kann ich wirklich sehen, dass wirklich alle Stellen auch wirklich weiß sind. Mit dem Pinsel ist dann auch relativ gleichmäßig die Farbe verteilt. So, am Rand bitte abstreichen, sonst haben wir da gleich so eine Ecke und dann gehen wir den Drittelregel, also hier hin. Drehe es immer so ein bisschen. So, das sieht doch schon sehr apart aus, genau. Kann auch ruhig so jetzt so ein bisschen verschwommen sein und ja, jetzt probiere ich mal was aus. Es kann sein, dass das Bild jetzt gleich wieder komplett versaue. Ihr habt gesehen, dass ich den Untergrund kolinblau habe. Das hat einen bestimmten Grund. Und zwar ist es bei diesem gruseligen ersten Versuch durch Zufall, das ist das einzig Gute. Ich mache ja normalerweise, dass ich die Wolken dann so reinmale und diesmal werde ich versuchen, sie rein zu kratzen. Darunter ist ja, ja genau, das wollte ich haben. Darunter ist ja das Blau, guck mal hier, sieht das super aus. Ne? Das heißt, in die nasse Farbe dreht das Malmesser so ein bisschen, dass er am Rand erst breit, also breit und dann dreht das, dass es schmal wird. Ne? So, und dann drehe ich es um 90 Grad und dann gibt es eine Linie. Im Idealfall. Oder andersrum halt nach außen. So. Das finde ich ein cooler Effekt, sieht nett aus. Dann spare ich mir nämlich die Wolken zu malen, dann schimmert es einfach hier durch und gut ist. So, Terre. Ha!
Ist da wenigstens etwas gelungen. Das gleiche könnt ihr theoretisch auch hier unten machen. Die Reflexion von der Sonne, die kratze ich mir jetzt hier auch rein. Und zwar sind die weit weg vom Betrachter, also hier wo das Ufer ist, ist ja weiter weg als hier vorne. Weit weg vom Betrachter sind die Linien dünn und liegen eng beieinander, und nach vorne sind sie dicker und liegen weiter auseinander. Das werde ich dann nachher nochmal mit Weiß nacharbeiten. So, und hier kann man jetzt schon erkennen, was da gleich passieren wird. So, dann hätte ich auch gern hier noch eine Uferlinie, die ein bisschen heller ist. Das heißt, ich werde jetzt hier mutig in das Schwarz einen weißen Strich reinmachen. Und ich denke mal, das sieht schon sehr, sehr nett aus. So, jetzt machen wir mit dem Fächerpinsel weiter. Ach, ich habe gar nicht die Pinsel gesagt. Seht ihr ja. Also Flachpinsel breit, Flachpinsel schmal. Und den Spitzpinsel, den brauche ich noch hier, um vielleicht also nachher noch ein bisschen nachzureparieren. Und hier zum Beispiel die Sonne vielleicht noch ein bisschen aufzuhellen. Wie gesagt, das mache ich dann alles nachher dann noch. So. Das ist schön, die Farbe ist noch feuchtes Rot und es mischt sich jetzt so ein bisschen mit dem Weiß. Es gibt jetzt so ein ganz so grelles Weiß, finde ich, sieht echt toll aus. Gefällt mir. Kann ich hier dazwischen so ein paar Punkte machen, sodass man denkt, okay, da die Wolke ist da so ein bisschen durchbrochen. Kann ich theoretisch auch hingehen. Haha, kann man ein bisschen zaubern. Es geht jetzt über 10 Minuten Malerei hinaus, meine ich. Und man kann die Unterseiten der Wolken noch ein bisschen aufhellen. Ja, oder hier die Oberseiten, weil das Licht fällt ja hier unter die Wolke, hier so seitlich hier so. Ne? Das sieht schön aus. Ja, Gott sei Dank. Ich kann noch malen. So, jetzt tupfe ich mir die Bäumchen. Und zwar die weiter hinten sind, die mache ich etwas heller. Also ich mache zwei Schichten von Bäumen sozusagen. Eine hintere Schicht, die hell ist, und eine vordere, die dunkel ist. Erst mache ich die hellere Schicht. Mische mir irgend so ein Orange. Ein helles. Und dann streicht bitte den Pinsel ab, dass er nicht völlig vermatscht ist mit Farbe. Dann könnt ihr nämlich wirklich hingehen und zum Beispiel so dünne Striche hier machen. Und dann ist zum Beispiel wichtig, dass er hier zum Beispiel über so eine Wolke drüber geht, dann kriegt er halt mehr Tiefe rein ins Bild. Ne? So, und das muss jetzt auch gar nicht exakt sein, weil es wird ja gleich durch die zweite Schicht nochmal abgedeckt. Das ist, muss einfach nur die Illusion da sein. Aha, da weiter hinten sind noch ein paar Bäumchen. Und halt ein bisschen weiter weg. Ich mache es noch ein ganz klein wenig heller, damit es ein bisschen besser rauskommt. Praktisch so eine Mulde, deswegen habe ich ja hier die Bäume so ein bisschen höher, dass das so ein kleines U ergibt. Das wäre jetzt die erste Schicht. Und dann kommt die zweite Schicht, die machen wir jetzt deutlich dunkler. Und dann nehme ich mir einfach das Rot und gebe ein bisschen was von dem Schwarz dabei. Und ihr seht, es gibt ein, das sieht fast aus wie Krapp. So dunkel ist es. Ne? Was jetzt ein bisschen dumm ist, dass ich jetzt hier in die nasse, helle Farbe reintupfe, das lasse ich jetzt mal besser bleiben. Ich tupfe jetzt erstmal die Stellen hier unten ab, wo das Blau noch zu sehen ist. Möchte jetzt, es kann ruhig noch ein bisschen durchschimmern, aber hier ist mir jetzt ein bisschen zu krass. So, und dann kann ich schon mal hingehen und kann, da muss ich jetzt sehr schnell arbeiten. Da brauche ich jetzt dafür einen trockenen Flachpinsel. Der sollte breiter sein als der, das ist aber der einzige, den ich jetzt noch trocken da habe, weil ich ja gerade bei dem ersten Versuch alles schon verballert habe. Und jetzt gehe ich hier hin und deute hier die Bäume an, die ich gleich hier oben nur hinmale. Das mache ich jetzt nur, weil es oben trocknen soll. Sehr schnell arbeiten, weil wir ja draußen 38 Grad haben. Da gehe ich jetzt auch hier über das Gekratzte so ein bisschen drüber. Achtet auch drauf, hier ist hoch, das heißt die Reflexion geht weiter rein als hier. Ne? So, ganz schnell arbeiten, Herr Jannan. So, und jetzt mit dem trockenen Pinsel fix von links nach rechts gehen. Und was man jetzt vielleicht nicht so gut sehen kann, doch jetzt kann man es erkennen, es gibt diese schönen Streifen jetzt. Ne? Und sofort entsteht die Illusion Wasser. Ja, das Auge denkt, okay, Wasser. Ist noch nicht so perfekt zu erkennen, werden wir aber gleich reparieren.
oder nochmal nachjustieren. Ganz simpel und einfach. Wir nehmen uns wieder das Rot, mischen ein bisschen was von dem Schwarz dazu. Kriegen diese herrliche, dunkle, fast braune Farbe. So, und jetzt müsste sie eigentlich, ja, so einigermaßen trocken ist es. Und wenn er jetzt, sind ja also Tannenbäume, wenn er die Tannenbäume auftupft, dann achtet bitte drauf, dass ihr oben nicht mit dem ganzen Pinsel aufschlagt. Das sieht nämlich dann so aus, das geht von da bis da. Das könnt ihr unten machen und dann nach oben dreht er den Pinsel immer weiter raus und dann werden diese Tupfen immer schmäler. Ja? Immer wieder den Pinsel drehen, dass er nicht immer die gleiche Spur habt, die gleiche Pinselspur habt. Sieht nämlich extrem langweilig aus, finde ich persönlich. So, da unten mache ich es jetzt ein bisschen dunkler. Kann ich hier am Ufer dann auch nochmal machen. Dann aber bitte den Fächerpinsel so führen. Ne? Und achtet darauf, dass er immer was vom Hintergrund durchschimmern lasst. Ne? Sonst, damit kriegt er halt mehr Tiefe in das Bild dann rein. So, hier an der Stelle lasse ich nur so ein bisschen hochflitschen den Pinsel, sodass man denkt, das sind vielleicht so Büsche oder sowas, was da ist. Und hier an der Seite gehen wir dann wieder weiter und... So, jetzt machen wir noch eine dritte Schicht, die ist noch dunkler, die ist fast schwarz. Und die kommt jetzt hier vorne dabei, die flitsche ich nur so ein bisschen hoch und auch wieder rein ins Wasser, die Reflexion. Wichtig ist, dass er immer ein bisschen was von den jeweils hinteren Schichten durchschimmern lässt, dass er das nicht komplett zuhämmert. Ne? Das sieht nämlich dann doof aus. So, das gefällt mir doch schon sehr gut. So, dann sind wir schon fast fertig. Jetzt werde ich mir hier nochmal die Uferlinie holen und hier nochmal mutig reinkratzen. So, geht einfach nur mutig einmal rüber und gut ist. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier noch so ein paar hellere Stellen haben wollt, in die feuchte Farbe könnt ihr noch reinkratzen und so, zum Beispiel jetzt hier so irgendwelche Zweige, die halt noch Sonne abkriegen vielleicht oder von der untergehenden Sonne vielleicht angeleuchtet werden. So simpel und einfach. Und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch, fehlen uns nur noch diese weißen Stellen, hier die Reflexion von der Sonne, die ich ja schon reingekratzt habe und die werde ich jetzt mal ein bisschen akzentuieren. So, zum Beispiel sowas kann man halt auch reparieren, ne? Dann kratze ich halt einfach die Farbe wieder weg, guckt, geht ganz einfach und dann ist die zu viel aufgetragene Farbe verschwunden. Und gut ist oder hier zum Beispiel den Fleck, den mache ich auch weg. Gehe ich einfach nochmal hier mit dem Malmesser drüber. So, und gut ist. Jetzt möchte ich noch hier rechts und links es auch noch ein bisschen schöner haben. Reines Weiß wäre jetzt hier zu hart. Das müsste ich jetzt einfach hier in diese Restfarbe, die ich ja für die Hintergrundbäume genommen habe. Dann kommt der alte Trick mit dem Malmesser halt Wellen zu malen. Ganz einfach. Ihr streicht die Farbe aus, geht mit dem Malmesser auf die Palette drauf und führt das Malmesser zu euch hin. So leicht schräg. Und dann habt ihr hier am Malmesser so eine richtig schöne kleine Farbrolle. Und die Farbrolle, die könnt ihr jetzt hier ablegen, indem ihr auftupft zum Beispiel. Ja? Oder indem ihr halt eine lange Linie macht, indem ihr das Malmesser so führt. Und achtet nochmal drauf, dass ihr die Tupfer da, wo es weiter weg ist, näher macht und nach vorn weiter auseinander und durchaus mal dicker. Ja? Da könnt ihr das Messer dann halt so leicht so ein bisschen so in die Richtung machen. So, und so einfach geht das und schon habt ihr die Illusion von Wasser, schöne Stimmung, untergehende Sonne. Ja, also das Bild ist jetzt definitiv besser, als das, was ich davor hatte. Ob es jetzt jedem gefallen wird, das ist natürlich Geschmackssache. Jedenfalls habe ich es Gott sei Dank mal wieder geschafft, ein 10-Minuten-Video für euch zu machen. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachmachen und wie immer höre ich natürlich jetzt nicht auf, sondern male dann noch ein bisschen weiter, weil ich es natürlich noch gern etwas schöner hätte fürs Foto, das ich gleich mache. Und ich sage tschüss, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!